ich darf Sie herzlich begrüßen zu Support Your Local Act Kultur im BZK. Ich darf Ihnen heute Melika Miskine vorstellen. Sie ist in Begleitung mit Erik Maas. Melika Miskine kommt vom Tanz und vom Musikstudium. Sie hat erst viel später angefangen zu singen. Sie hat extra für diese Krise, in der wir stehen, einen Song gecovert, Don't Worry, Be Happy, und hat ihn umgesungen in Don't Worry, Sing Happy. Wie kann man die Musik von Melika einordnen? Sie sagt selbst, Transformation, Tanzen und Träumen, das soll die Musik bewirken. Haben Sie viel Spaß, unterstützen Sie Kulturschaffende und bleiben Sie gesund. Geh für dich los, was glaubst du, was brauchst du? Geh für dich los, was willst du, was machst du? Geh für dich los, ja, geh für dich los. Komm, mach den ersten Schritt, komm, komm in den Tritt, komm in den Rhythmus und geh los. Was machst du heute und was würdest du gern machen? Ist das dasselbe oder zwei getrennte Sachen? Stell dir vor, es gibt nur diesen Tag. Was willst du damit tun? Dich ausruhen und dann was für dich und andere tun? Wer bist du ohne Würde, wäre, wollte? Wer bist du ohne hätte, könnte, sollte? Was bist du und was willst du sein? Steh auf, mach dich nicht klein. Du bist richtig, du bist wichtig, glaub an dich. Geh für dich los, was glaubst du, was brauchst du? Geh für dich los, was willst du, was machst du? Geh für dich los, ja, geh für dich los. Komm, mach den ersten Schritt, komm, komm in den Tritt, komm in den Rhythmus und geh los. Hör auf, dich und andere anzuklagen. Hör auf zu kämpfen und stell dir die wichtigen Fragen. Was bist du und was willst du sein? Steh auf, mach dich nicht klein. Du bist richtig, du bist wichtig, glaub an dich. Wie willst du dich fühlen und wie willst du dich verhalten? Nimm dein Leben in die Hand, um es selbst zu gestalten. Ganz egal, was vorher war, du bist wunderbar. Du bist wertvoll, du bist machtvoll, du bist wundervoll. Geh für dich los, was glaubst du, was brauchst du? Geh für dich los, was willst du, was machst du? Geh für dich los, ja, geh für dich los. Komm, mach den ersten Schritt, komm, komm in den Tritt, komm in den Rhythmus und geh los. Geh für dich los. Geh für dich los. Fang nochmal ganz von vorne an. Sag dir, ich weiß, dass ich alles schaffen kann. Ich bin wertvoll, ich bin machtvoll, ich bin wundervoll. Ich bin richtig, ich bin wichtig, ich bin ich. Geh für dich los, was glaubst du, was brauchst du? Geh für dich los, was willst du, was machst du? Geh für dich los, ja, geh für dich los. Komm, mach den ersten Schritt, komm, komm in den Tritt, komm in den Rhythmus und komm, mach den ersten Schritt, dann den nächsten Schritt und noch einen Schritt und schon geht's los. Fang einfach an. Hallihallo und Glück auf, ihr Lieben. Mein Name ist Melika, ich bin Singer-Songwriter und Voice and Inspiration Coach und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, denn das ist mein allererstes Online-Konzert hier gerade. Und ich bin aber sehr glücklich und dankbar, hier heute zu spielen mit dem wundervollen Singer-Songwriter und auch einem sehr, sehr lieben Freund und Begleiter Erik Maas.
An der Gitarre, yeah. Ja, wir spielen Songs zum Tanzen, Träumen und Transformieren. Und das hier war jetzt ein allererster neuer Song in einer Reihe von Songs, die ich schreibe, um dich dazu zu inspirieren, dein schönstes und bestes Leben zu kreieren. Und Geh für dich los ist das Programm. Und man könnte aber auch mit anderen Worten sagen, Find Your Way. Und das ist der nächste Song. Viel Spaß. Stück, das ich geschrieben habe, ist auch wieder ein ganz neuer Song, der ist entstanden während des Lockdowns, in einem Gefühl von ja, sehr großer Sensibilität und Verletzlichkeit. Das ist ein ruhiges Stück und ich habe das Stück geschrieben in der Sehnsucht nach mehr Verbundenheit, nach mehr miteinander in Einklang zu sein, mit uns als Menschen und aber auch mit der Natur.
Und das Stück ist sehr inspiriert von zwei weiteren Künstlern, die an dem Stück beteiligt waren. Einerseits habe ich das Stück geschrieben auf einen Hip-Hop-Track von dem Produzent des Künstlers Seom, den ich sehr schätze, und von der Zusammenarbeit mit dem Filmemacher und Visionär Oliver Kühr, der seine letzten drei Filme sehr in die Thematik, der Thematik gewidmet hat. Was ist eigentlich unsere Beziehung als Menschen zu der Natur, zu den Tieren, zu den Pflanzen und zu den Mikroorganismen. Und daraus entstanden ist ein Stück, das sich dreht um das Thema Freundschaft. Freunde, das sind für den buddhistischen Mönch und Poeten Thich Nhat Hanh Menschen, die sich entschieden haben, ein Leben in Frieden, Achtsamkeit und Mitgefühl zu leben. Mögen wir Freunde sein. Zu Baum, zu Raum, Mikrokosmos, Mikroorganismus. Alles ist eins, alles ist vereint. Du bist nicht alles ist eins. Mögen wir Freunde sein. Wir sind nie allein. Lasst uns neue Brücken bauen, lasst uns die neue Welt erbauen, lasst uns Seelen tiefer schauen, lasst uns wieder spüren, was uns vereint. Lasst den Frieden Liebe walten, lasst uns die neue Welt gestalten, lasst in Angst Hoffnung gedeihen, wir sind nie allein. Mögen wir Freunde sein, mögen wir Freunde sein, mögen wir Liebe sein. Mögen wir Freunde sein, mögen wir Freunde sein, mögen wir Frieden sein. Alles ist eins, alles ist vereint. Du bist nicht allein, alles ist eins, mögen wir Freunde sein. Wir sind nie allein. Alles ist eins, alles ist vereint. Du bist nicht allein, alles ist eins. Mögen wir Freunde sein. Wir sind nie allein. Alles ist eins, alles ist vereint. Reisen, das ist für viele von uns eine große Möglichkeit, inspiriert zu werden, eine Inspirationsquelle. Und so ist es für mich auch ganz lange gewesen und auch für die beiden Künstler, die ich eben erwähnt habe. Die haben ihr Schaffen sehr, sehr stark in diese, ja, in das Reisen integriert und ist ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Und das ist ja jetzt im Moment so eine Sache mit dem Reisen. Viele Dinge sind nicht möglich. Wir konnten jetzt heute zum Beispiel auch kein Publikum hier zulassen. Aber das macht nichts. Wir haben uns unsere Fanbase quasi hier mitgebracht. Im Hintergrund werden wir unterstützt. Und ich freue mich total, dass du und ihr jetzt hier gerade zuseht und wir uns so auf die Art miteinander connecten können.
Das nächste Stück stellt das Thema Reisen in den Vordergrund und ja, es ist natürlich auch unterwegs entstanden. Und wer da mal noch mal ein bisschen näher reinhören möchte, den lade ich ganz herzlich ein, mal auf meiner Webseite zu schauen, www.melikamusic.com. Dort gibt es die Links zu der zu meiner letzten EP, die noch mit dem Akustikquartett entstanden ist. Dort könnt ihr reinhören, streamen, downloaden und das Album bestellen sehr, sehr gerne. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Traveling. Traveling, you touched my wounded heart. Although I decided not to let anyone in. Oh, traveling, she doesn't call me back. I feel as foolish as I've already been. Should have known better, should have known better from the start. Should have known better, should have known better, but I can't. No one cares. Yeah, yeah. And that's the tripping part in traveling. Traveling, oh traveling, did you meet this Mr. Fly? Always joking, always planning things, but never passing by. Oh traveling, tell me traveling, did you see this come along? Have you written all this song all alone? Should I have listened and learned? Should I have listened? Should I have wisdom this turn? I take another turn. Yeah, yeah, yeah. And that's the gruesome part in traveling. So I write her a letter, write him a letter, let him go. Oh, traveling, you sweetened up my heart. You opened up the fist that held it tight. Oh, traveling, tell me, traveling, what will become of it? Now that your journey's already begun to fade away, what's time remaining, what's time to stay and remind? What's time remaining, what's time to stay and remind? This time, oh yeah, yeah. Oh, this time, yeah. Ooh. Das nächste Stück habe ich geschrieben, da habe ich einen Text geschrieben zu am Weltglückstag dieses Jahr. Das war der 20. März und naja, Glück ist ein bisschen ins Wasser gefallen dieses Jahr, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz habe ich an dem Tag ein Stück geschrieben, einen Text geschrieben zu Bobby McFerrins Gute-Laune-Klassiker Don't Worry, Be Happy. Es war gedacht als Aufmunterung, als Mutmacher-Song, um ja, die Menschen da draußen, die vielleicht gerade zu Hause festsitzen und nicht das Glück haben, wie ich, vor jedem Fenster einen Baum zu haben,
eine kleine Ermutigung zu senden. Und da sind wir bei uns um die Ecke in den Park gegangen, damit es schön grün ist im Hintergrund, haben den Song zur Hälfte gedreht und dann kam plötzlich ein kleiner Trupp vom Ordnungsamt und die haben uns gebeten, dass wir den Park räumen sollen. Und haben wir kurzerhand auf dem Balkon weitergedreht. Es war nämlich genau just an dem Tag, an dem im Saarland die ersten Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten sind an dem Abend. Und wer sich das Video dazu mal anschauen möchte, der findet auf meinem YouTube-Kanal Melika Music da den Clip. Und überhaupt würde es mich freuen, wenn du oder ihr die Sachen da mögt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, gerne auch auf die Glocke klicken, dann erhaltet ihr immer die neuesten Neuigkeiten. Ein anderer Weg dazu wäre, meinen Newsletter zu abonnieren. Das geht am besten auf meiner Homepage melikamusic.com. Und ansonsten lasst uns auch gerne über die sozialen Netzwerke in Verbindung bleiben. Ich bin da auch unter dem Namen Melika Music vertreten. Und gleich im Anschluss gibt es da meine erste virtuelle Aftershow-Party. Und da hoffe ich, dass ich ein bisschen Kontakt zu euch aufnehmen kann, dass ihr mir da mal Feedback gebt, wie euch das Konzert gefallen hat und wir ein bisschen in eine Konzertatmosphäre eintauchen können. Das würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, viel Spaß bei Don't Worry, Sing Happy, und das ist für dich und euch die Aufforderung, mitzusingen. Das ist der Mitmachteil des Songs. Yeah! Der Text ist denkbar einfach. Don't Worry, Sing Happy. Viel Spaß und viel Singglück. Letzten Song dieses Sets, und das bedeutet für uns, wir wollen uns verabschieden.
musikalisch verabschieden. Und an der Stelle möchte ich ganz gerne Danke sagen. Danke an alle Verantwortlichen und alle Beteiligten. Danke natürlich der Arbeitskammer des Saarlandes, dass sie uns hier hat spielen lassen. Vielen, vielen Dank natürlich auch dem wundervollen Erik Maas, selber auch ein wundervoller Songwriter. Also check das aus. Und ganz herzlichen Dank an dich, dass du dran geblieben bist bei dem Konzert. Das weiß ich gerade online sehr zu schätzen. Also, ich hoffe, wir sehen uns im Anschluss auf der Aftershow-Party oder einfach auch so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du zugeschaut hast und viel, viel Spaß bei Authentically. Ich bin Melika und ja, bis bald. Writing pop songs and I like to live my life as I please. Just listen to my songs if you don't know me. Behind the curtains I deeply love opera and jazz, but on the surface I'm another one of them. But I am more than just a cutie face with an exciting name. Just step right in and take a closer look around. It isn't easy, but I try to be authentically. I let you know and turn me inside out. Authentically. Authentically. My mic to be my diary, and I like to be me, but I confess that this effect doesn't work. When I'm with you and I'm afraid, when I'm a bit insecure, I get the shape of a chameleon. But after all, I lose it all, my strong personality. I change to be what you expect me to be. Try to be funny, try to be as tough as it seems, but by that way I'm just like a million. Authentically. There are all too many others, they're already there. I don't wanna be like them.